Moin Leute, Northfishing hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute erzählen wir euch einmal nur die Montage für Seen und Flüsse auf Aal. Haben wir schon im letzten Video gezeigt, aber hier nochmal explizit. Ja, kommt mal hier ran. Wir fangen einfach an mit einem schönen Abstandshalter. Schön aus Edelstahl, nicht aus Plastik. Bei Plastik hatten wir auch oft, dass hier der Karabiner abgebrochen ist. Also das kann man nicht empfehlen. Hier haben wir dann ein schönes Tiroler Hölzel. Ja, das dient einfach dazu, dass die Montage aufrecht im Wasser steht oder in dem Fall das Blei und so nicht zwischen den Steinen hängen bleibt. Wichtig beim Tiroler Hölzel, dass hier kein Wasser drin ist, sonst steht es nicht mehr. Ja, hier haben wir dann wieder eine kleine Gummiperle für den Knoten, um ihn zu schützen, weil der Abstandshalter, wenn der die ganze Zeit darauf geht, dann vor allen Dingen bei geflochtener, kann es sein, dass der Knoten aufgeht. Dann machen wir hier einmal weiter mit dem Dreifachwirbel. Einfach nur drei Kugellager, damit die Schnur nicht verdrallt. Wenn ihr noch einen Wurm dran habt und der sich dreht oder generell ein Aal, die drehen sich ja auch manchmal, habt ihr halt keine Verdrallung in der Schnur oben. Ja, machen wir weiter hier mit unserem Vorfach. Da greifen wir immer zu was Teurerem. Diesmal hier von Diver. Zeige ich gleich auch nochmal, ein schöner Zweierhaken. Ja, wo haben wir den? Hier, die sich auskennen, wissen, Diver immer sehr gut, auch sehr zufrieden damit. Ja, warum haben wir jetzt noch ein Schrotblei eingehängt? Das haben wir einfach nur dafür eingehängt, dass das Vorfach einfach gerade im Wasser liegt. Also wir schmeißen mal aus und holen das Vorfach dann immer noch ein bisschen ran, damit das gerade im Wasser liegt auf dem Grund. Also steht dann hier auf dem Grund, geht hier runter und sollte hier dann den Wurm dran haben. Ja, Mattes ist hinter der Kamera. Moin. Und wir hauen jetzt die Ruten raus, wir haben richtig Bock. Wir fangen hier noch die Reste vom letzten Video und hoffentlich sehen wir uns dann gleich beim Fisch. Wenn nicht, geht zum anderen Video rüber, da hatten wir Fisch. Ich will jetzt ja nicht zu viel spoilern, aber wünscht uns Glück und schreibt gerne in die Kommentare, was wir noch besser machen sollen. Likes, Abos, wisst ihr alles. Bis dahin. So, bevor wir jetzt die Ruten raushauen, zeige ich euch nochmal kurz, was wir an den Hakenkorb dranhauen. Wir hauen hier, wie gesagt, die Reste nochmal vom letzten Nachtangeln weg. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, gerne reinschauen, wird euch links und rechts oben verlinkt. Ja, normale Tauwürmer haben sich jetzt ein bisschen versteckt. Und hier schöne Dendrobenas werden auch einen Haken dranhauen. Vielleicht haben die alle da mehr ein bisschen Bock drauf heute. Und dann, wie schon im letzten Video, das alte gute Amino-Aalspray, auf das Verlass. Heiligen drei Sprüher müssen da auf jeden Fall immer ran. Und davor zum Anfüttern nochmal der alte gute Aalmagnet. Hat uns letztes Mal einige Aale gebracht. Ja, wie gesagt, schaut euch das Video an. Und dann vergesst auf jeden Fall nicht zu liken, kommentieren und zu abonnieren. Würde uns sehr freuen. Und dann hauen wir jetzt die Ruten raus und sehen uns hoffentlich beim ersten Aal. So, wir haben jetzt 1 Uhr. Leider kein Aal diese Nacht gekommen. Haben auch einen neuen Spot ausprobiert, deswegen kann der Grund gewesen sein. Aber wie gesagt, in einem anderen Video seht ihr, dass die Montage geklappt hat. Deswegen schaut mal hier links, rechts, oben, wo auch immer, das andere Video an, wo wir Aal geangelt haben mit der Montage. Hat super geklappt. Wir würden uns trotzdem selber ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, in welcher Montage ihr Aal angelt. Ja, das war's eigentlich schon von dem Video. Kurz und knackig haben wir es gehalten. Gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.